Wenn Egon Fahnert losstapft, um in der Kälte die Vögel zu füttern, dann geht es eher blutig zu. Fleischreste vom Schlachthof und befreundeten Jägern, Meisenknödel fassen sich appetitlicher an. Aber der Vogelkenner versorgt nun mal keine Meisen, sondern Bussarde. Und die mögen lieber Fleisch. Auf der Obstwiese hinter dem Garten liegt der Futterplatz. Jeden Vormittag bekommen die Bussarde hier ihre Ration. Fast 40 Jahre lang hat Egon Fahnert in der Vogelschutzwarte Seebach gearbeitet. Jetzt ist er im Ruhestand. Aber trotzdem zählt er noch Brutvögel und kümmert sich mit seiner Frau um die Wintergäste. Oben im Baum wartet schon ungeduldig der erste Bussard. Der Experte kann die Tiere an ihren Federkleidern unterscheiden. Ach, da sind ja schon zwei. Der helle und der dunkle. Der helle ist immer besonders vertraut. Egon Fahnert nutzt den klaren Morgen, um ein paar Fotos zu machen. Gleich neben der Futterstelle hat er sich eine Hütte gebaut. Von hier aus kann er die Vögel fotografieren, ohne sie zu stören. Aber statt der Bussarde kommt erstmal eine Blaumeise. Die mag auch Fleisch. Dann fängt die Amsel an zu warnen. Jetzt kommen sie gleich. Und wirklich, da sind sie. Erst einer, dann noch einer. Die Bussarde haben Hunger und kämpfen erbittert um das Fleisch, denn Futterstellen sind rar. Es muss eine ruhige Gegend sein, wo man also die Gewissheit hat, dass das Futter liegen bleibt, dass nicht Hunde und Katzen und so weiter störend Einfluss nehmen. Es muss schon ein ruhiges Eckchen sein, sonst bringt das nichts, sonst hat das keinen Zweck. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein paar Schnappschüsse. Aber die Fotos sind nicht das Wichtigste. Es ist immer schön, wenn man hier im Versteck sitzt und die Tiere beobachtet. Abgesehen vom Fotografieren, es bilden sich da manchmal Szenen, wenn also die Kleinvögel sich zanken oder die Greife doch zum Teil recht aggressiv sind, gegen andere auch. Und selbst Rotkehlchen oder die Meisen, die nehmen ja auch das Futter an. Und da gibt es oft Streitereien, was sich recht lustig mitunter macht. Damit sie die Streitereien in Grenzen halten, bekommen auch die Kleinen bei den Fahnerts was zu fressen. In diesem Garten leidet keiner Hunger. Nicht die Amseln und auch nicht die Bussarde.